Willkommen zu Kita Today, unserem fast werktäglichen Kita-Format. Mit mir, wie so häufig, meine sehr geschätzte Kollegin, Frau Rechtsanwältin Nele Trenner. Hallo, und der sehr geschätzte Kollege Rechtsanwalt Holger Klaus. Wir sind die Kita-Rechtler und es gab ja wirklich in jüngster Zeit viele Gerichtsurteile zu, was ist eine Pause, wann gilt eine Pause als genommen, wann ist eine Pause gegebenenfalls nochmal neu zu gewähren oder sogar nachträglich als tatsächliche Arbeitszeit zu bezahlen. Und jetzt gab es vor kurzem ein Urteil, das so ein bisschen übertragbar zu sein scheint auf die Kita-Welt. Stellt euch vor, ihr arbeitet in einer Einrichtung. Stellt euch vor, ihr seid ganz allein in dieser Einrichtung. Ich glaube, viele müssen sich das gar nicht groß vorstellen, sondern können das aus eigener Erfahrung sogar sehr genau nachvollziehen. Und wenn man in dieser Einrichtung ganz alleine arbeitet, dann muss man, so will es der Arbeitgeber, der Träger, auch immer adressierbar sein. Wenn was ist, wenn irgendwie Hilfe benötigt wird, tja. Und da hat ein Gericht was gesagt, Frau Kollegin? Da hat ein Gericht gesagt, geht so nicht, weil eine Pause ist zwar nicht gesetzlich definiert, was die genau ausmacht, aber eine Pause soll nach ständiger Rechtsprechung des Bundesarbeitsgerichts jedenfalls eben eine Unterbrechung der Arbeitsleistung sein, die der Erholung dient. Und wenn sie der Erholung dient, dann ist klar, dass ich eben nicht irgendwie Gewehr bei Fuß stehe und auf Abruf da bin, sobald irgendwie was passiert und sobald da irgendwie vielleicht was sein könnte und wo ich mal gucken sollte, ob mit den Kindern noch alles in Ordnung ist, ob meine Kollegin, mein Kollege irgendwie Hilfe braucht. Und wenn das also der Fall ist, wenn ich also irgendwie die ganze Zeit mit einem Ohr dabei bin, dann ist das eben keine Pause, sagt dieses Gericht. Und das muss wahrscheinlich im übertragenen Sinne nicht einmal ganz allein in der Einrichtung bedeuten. Es reicht wahrscheinlich schon alleine auf dem Flur, in der Etage, vielleicht sogar auch, das ist hier nicht entschieden worden, alleine in einem Raum, wenn in dem Raum Personen sind, die jederzeit plötzlich eine gewisse Unterstützung, eine gewisse Hilfestellung benötigen würden. Selbst dann kann man in Ruhezeiten oder in ruhigeren Zeiten entsprechend wohl nicht von einer Pause sprechen. Interessant war das in einem anderen Urteil, das ist jetzt nicht die Kita-Welt, sondern da ging es um die Besatzung eines Rettungswagens. Die hatten auch ein bisschen, die waren ein bisschen unglücklich über ihre jeweiligen Pausenregelungen. Denn sie sollten sich zwar irgendwo mit ihrem Auto hinstellen dürfen für 10 Minuten, eine Viertelstunde, 20 Minuten, aber immer per Funk erreichbar sein, falls auf einmal ein Notfall ist und sie losbrausen müssten. Und das ist dann nicht zu einem Urteil gekommen, das wurde dann vorher kassiert, das Ganze sozusagen, man hat sich dann sehr schnell geeinigt. Na, hat das Gericht auch durchblicken lassen, nein, das kann keine Pause sein, wenn man immer damit rechnen muss, dass es auf einmal, hallo, ihr müsst mal sofort kommen, heißt, weil dann hat man diesen Erholungscharakter nicht mehr. Bedeutet in dem Fall des Rettungswagens, dass der Arbeitgeber sehr schnell deutlich machen musste, nein, ihr müsst in eurer Pause euer Funkgerät ausschalten, damit wir hier in Zukunft tatsächlich zu einer funktionierenden Pause kommen. Hey, trotzdem, Pause ist wichtig, sehr wichtig. Pause ist wichtig. Natürlich gibt es immer wieder die Ausnahmesituation, wo es einfach tatsächlich an diesem einen Tag nicht anders geht. Sei es vielleicht der Ganztagesausflug, da wird es halt tatsächlich schwierig. Aber ansonsten so planmäßig sollte sowohl der Träger daran denken, die Pause zu gewähren, mit den entsprechenden Zeitkorridoren gegebenenfalls, als auch die Arbeitnehmenden sollten daran denken, ihre Pause auch gefälligst zu nehmen. Vor allem ist ja gerade beim Ausflug, schön, dass du das ansprichst, zu unterscheiden. Ich kann ja, was war denn das gerade? Ist bei dir? Wow, ist wieder ganz, das ist ja, als wenn da irgendwie Blitze und Bombe und alles Mögliche ist. Okay. Bei einem Ausflug besteht ja die Möglichkeit, dass man selbstbestimmt sagt, ich bleibe während meiner Pause in der Nähe, um selbstbestimmt zu entscheiden, ach, und das unterstütze ich jetzt da oder lasse ich es lieber sein, die werden schon selber klarkommen. Das ist was anderes, als wenn der Arbeitgeber, wenn der Träger erwartet, dass, wenn was ist, man sofort zur Hilfe hineilt. Das ist ja dann eine arbeitsvertragliche Verpflichtung. Gut, jetzt haben wir es aber in dem Sinne. Ich weiß nicht, was bei dir da an seltsamen Wetterphänomenen gerade abgeht. Halte durch, ihr alle bleibt gesund. Bis dahin, tschüss. Tschüss.